Servus und herzlich willkommen zu einem neuen Video bei mir auf dem Kanal. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ja Leute, heute mal ein ganz außergewöhnliches Gefährt am Start, und zwar ein Rübenroder. Wir dann jetzt die Zuckerrübenroden. Haben wir ja mal gesagt, müssen wir machen. Gerade für unsere Schweinefuttermittelfabrik brauchen wir das. Ich hoffe, da kommt jetzt kein Fahrzeug durch. Sonst könnte es ein bisschen eng werden, aber sieht eigentlich nicht schlecht aus. Sieht ziemlich gut aus, dass kein Fahrzeug durchkommt, dass kein KI-Fahrzeug durchkommt. Wie ist der Stand? Das letzte Video habt ihr ja gesehen, Timelapse, habe ich mal ein bisschen die Helfer fahren, und ich habe es gerade gesagt, es kommt ein Fahrzeug durch. Ein bisschen fahren lassen, ja, funktioniert nicht ganz so super gut. Die finden manchmal die Wegpunkte nicht ganz. Da muss mir ein bisschen helfen, aber ich habe jetzt kein so wildes Drama, kein so ein Problem. Kein Problem, das man lösen könnte, aber auf alle Fälle, ja, wenn wir halt Fenster wegfahren, dann funktioniert es eigentlich ziemlich gut. Mir fahrt jetzt im ersten Feld, aber ich habe im Projekt mal mit dem Julian, haben wir nämlich schon mal rüber gemacht, im Unverstand, bin mir gar nicht mehr ganz sicher, ob wir da doch. Oh, da haben wir auch das aufgenommen. Das müsste, glaube ich, die erste Folge gewesen sein von Hektarjäger. Oh, auf Zucker rüber gegangen sind. Das war auch ziemlich wilde Zeit. Das war damals noch auf der Hoballeron, wer sich da noch erinnern kann. Ganz so die Anfangszeit vom LS22. Da haben wir mit Europa hier. Ah, okay, das ist jetzt ausgehabt. Europa haben wir darüber gecodet. Dieses Mal ist eine Maschine von Küme. Das ist ein bisschen kostengünstiger. Aber ich würde sagen, das macht Blas mit der Helfer machen, weil wir ja die Mission halt weiter. Ich habe derzeit die Mission eher noch da den meisten zu konnten zum Fleischer. Aber ich muss mich halt. Foto für Sandmail, immer wichtig und richtig. Seht ihr da auch, wie ich das so mache? Gut. Wie gesagt, stellen wir mal der Helfer ein. Aktive Helfer. Das soll. Was immer. Ah, nein. Jawohl, die sieht gut aus. Das gerade jetzt hören, das ist eine Runde. Hätte ich gesagt, wir müssen dann bloß noch auf Feld kurz kaufen. Dass wir da unsere Rübe lagern können. Ah, okay, moin, das können wir uns auch gleich gönnen. Ah, ne, da halt. Frage ist, wo wir unsere Rübe lagern. Das ist jetzt die große Frage. Das ist doch ein bisschen ein großes Feld, finde ich. Ist ein bisschen noch mit drin. Kontostand. Ja, jetzt gucken wir mal auf, hätte ich gesagt, sonst können wir es auch an der Seite hinlagern. Dass wir da so. Ja, da unsere Rüberäufer haben wir das ein bisschen was standen. Warte, gute. Zum Kommen. Dass wir da dann quasi mit der Maus dann da hinfahren und das noch aufnehmen können. Mit Europa Maus müssen wir wahrscheinlich auch noch mieten. Ja, leider ist das da freie Stunde. Ah, Ecke.
Müll, aber... Ah, müssen wir auf jeden Fall selber aus... selber ab und jetzt warten wir einfach mal. Können wir mal kurz gucken, wie viel Prozent der schon hat. Wer jetzt hier hat, weil wir schon Zeit behalten. Da eine sie rein investieren. Aber Lady Gabi kauft doch das eine Feld. Das spitzelt mir jetzt doch zu hart. Weil das liegt halt so richtig geil an der Straße. Da können die halt richtig rüber damit dann aufschütten. Ja, man sieht am Kornstand. Die Straße ist weniger geworden. Ja. Aber eigentlich habe ich jetzt alle Maschinen, die hoch habe jetzt. Die haben genügend Felder. Das heißt dann irgendwie mal Geld oder Rechenwirtschaft. Das ist okay. Das ist nicht so arg cool, ne? Können wir jetzt mal mit dem schicken Fendt, mit der Fendtrobe mal. Hochfahrt zum Abbunker. Na cool, gängen echt Grüße mal an Marcel raus von da auch klar. Also Michel, da ist ich echt selber übertroffen bei dem Mod. Also Auftragsmod und wie man sieht, das ist halt einfach, also wie Dönerbaum. Einfach geil. Mal ganz Grüße an die ganze Mod, wo für mich moddet. Marcel, Michel, jetzt auch, Skins, LS 1922, Blaulichtskins, vielen Dank auch für deine Arbeit. Weiß es sehr zum Schätzen. Aktuell läuft es eigentlich wieder richtig gut, dass Leute mir anschreiben, dass sie wieder für mich modden möchten. Das freut mich natürlich sehr. Ja, da bin ich mal gespannt, was jetzt alles noch zustande kommt. Auf alle Fälle, ihr könnt schon mal gespannt sein, also wir haben ja schon TLF und HLF, neue TLF und LF habe ich modden lassen. Wenn ich auf der Galgenburg unterwegs bin, richtig geil war. Ich habe jetzt nochmal angeschrieben, vielleicht gestanden was in Planung, was auch richtig nice ist, was in der Realität nicht so häufig gibt. Ja, da könnt ihr auch mal gespannt sein. Ja, ein Sicht. Es gibt noch viele geile Projekte, weil ich denke, was für mich vielleicht modern könnte. Ich habe selber jetzt auch wieder was gemoddet im Bereich von Fabriken. Aber ich dachte, dass es funktioniert. Hat doch funktioniert. Da kommt auch noch auf alle Fälle. Ja. Immer hast du so Phase, jetzt gar keine kalte Jahreszeit. Oder einfach definitiv Bock auf LS hast. Und da auch Bock hast, wieder ein bisschen zu modern. Ich glaube, das, ja, da kommen schon gute Projekte zustande. Jetzt gucken wir mal, was der für ein Problem hat. Ich denke, das ist voll. Ja. Ab. Gut, schon mal hinbenommen. Was? Fahrt her, guck mal, wie es macht. Schick die Stirn. Ja, okay, gerade einfach habe ich es nur vergessen. Ja, aus dem wieder. Normalerweise habe ich es immer mit aus, aber jetzt habe ich es. Ja, muss ich wahrscheinlich auch umschalten mal. Ich habe jetzt noch ein Ding machen, das sieht schon geil aus. Wie gesagt. Thank you.
Abend ist immer wieder am Ende vom Video komme. Das war gerade so auf vollen Magen. Nämlich so Miete oder wie das sich das auch nennt. Könnt ihr mich auch gerne mal in Kommentare schreiben, wie man das heißt. Ja, also quasi, dass man halt mit der Opa-Maus erfahren kann und das dann auch aufsammeln kann. Das ist ein bisschen weg von der Straße, hätte ich gesagt. In echt, wenn ich das auch so oft sehe, dass man das da an der Seite anhäufelt und dann nach Europa-Maus kommt und das dann auch in nächster Zuckerfabrik fährt. Ja, mir braucht es einfach für uns Schweine dann. Gut, Leute, ich würde sagen, wir sind auch am Ende vom Video gekommen. Wenn euch das Video gefallen hat, mir sehr über Like freue, aktiviert die Glocke, um keine Videos mehr zu verpassen. Über Abo, der mich natürlich auch sehr freue. Schaut auch gerne in die Videobeschreibung vorbei, ist alles verlinkt und bis zum nächsten Video. Ciao und macht's gut.